Hallo und herzlich willkommen, hier eine neue Folge Blind Tech bei Checo. Mein Name ist Jessie und heute habe ich eine neue Filmrezension für euch. Und zwar heute Mulan. Kategorie Drama, Coming of Age, Fantasy, Action und Abenteuer. Altersfreigabe ab 12 und die Verfügbarkeit ist auf Disney Plus und es ist Audio Description auf Deutsch vorhanden. Mehr gibt's nach dem Intro. Beschreibung: Realverfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers Mulan von 1998 über ein mutiges Mädchen, das sich als Junge verkleidet, um ihre Heimat zu beschützen. In Disneys Mulan setzt eine furchtlose junge Frau aus Liebe zu ihrer Familie und ihrem Land alles aufs Spiel, um in China eine der größten Kriegerinnen aller Zeiten zu werden. Die gefeierte Filmemacherin Nikki Caro erweckt die epische Geschichte von Chinas legendärer Kriegerin in Disneys Mulan zum Leben. Eine furchtlose junge Frau setzt aus Liebe zu ihrer Familie und ihrem Land alles aufs Spiel, um eine der größten chinesischen Kriegerinnen aller Zeiten zu werden. Als der Kaiser von China ein Dekret erlässt, das besagt, dass sich ein Mann aus jeder Familie dem kaiserlichen Heer verpflichten und das Land gegen Eindringlinge aus dem Norden verteidigen muss, geht Hua Mulan, die älteste Tochter eines angesehenen Kriegers, anstelle ihres kriegsversehrten Vaters. Als Mann verkleidet muss Hua Mulan, die sich nunmehr Hua Shun nennt, viele Hindernisse überwinden. Prüfungen bestehen und sowohl eine innere Stärke entwickeln und sie sich zunutze machen, als auch ihr wahres Potenzial zu erkennen. Es ist eine monumentale Reise, die aus ihr eine angesehene Kriegerin macht und durch die sie sich den Respekt eines dankbaren Volkes und eines stolzen Vaters verdient. Bewertung: Gesamt 4, Geschichte 5. Action 5, Spannung 5, Humor 3. Dieser wunderschöne und gelungene Film ist ein Remake der Disney-Cartoon-Version von Mulan, die immerhin schon 23 Jahre alt ist. Mulan ist eine absolute zeitlose und wunderbare Geschichte über die orientalischen Werte von Tapferkeit, Loyalität und Wahrhaftigkeit. Die sind auch die zentralen Themen der Geschichte und dementsprechend auch die Werte, die vermittelt werden sollen. Die Worte Tapferkeit, Loyalität und Wahrhaftigkeit sind außerdem auf dem Familienschwert, das Hua geschrieben und werden oft im Ton der Charaktere des Films wiederholt. Mulan ist ein aufgewecktes und lebhaftes Kind. Vor allem zu Beginn des Films bekommt man erste Einblicke in das Können von Mulan. Sie jagt eifrig einem Huhn hinterher, sie springt bis aufs Dach, sprintet über Ziegel und macht Saltos, nur um das Huhn in den Stall zu treiben. Nun ist es leider so, dass ein solches Verhalten insbesondere von jungen Mädchen absolut unerwünscht ist. Mädchen, sprich junge Frauen, haben strikte Verhaltensregeln zu befolgen. Sie müssen sich Heiratsvermittlerinnen vorstellen und diesen gefallen, um an einen Mann vermittelt zu werden, den sie dann auch heiraten müssen. Die jungen Frauen müssen sich nach den gesellschaftlichen Normen dieser Zeit immer zurückhalten, ruhig und zierlich sein. Sie müssen ihren Platz in dieser von Männern dominierten Gesellschaft kennen. Bereits als Kind ist Mulans innere Stärke, auch Qi genannt, außerordentlich stark. In der Huhn-Szene bekommen wir eine Demonstration, wie stark Mulans Qi tatsächlich ist, was auch auf jahrelanges Kampfsporttraining zurückzuführen ist. Die Dorfbewohner heißen Mulans Verhalten gar nicht gut, aber ihr Vater ist insgeheim sehr stolz auf sie. Sie ist wegen der genannten Verhaltensregeln gezwungen, ihr Qi zu verstecken. Eines Tages kommen kaiserliche Soldaten in Mulans Dorf, um Rekruten für einen bevorstehenden Krieg zu verpflichten. Genau gesagt wird verlangt, dass jede Familie einen Soldaten stellen muss. In Mulans Familie gibt es allerdings nur ihren Vater,
der Veteran eines vorherigen Krieges, der ein verletztes Bein hat. Dieser ist somit verpflichtet, der kaiserlichen Einberufung selbst nachzukommen. Mulan wird klar, dass ihr Vater keine Überlebenschance hat und beschließt deshalb, seinen Platz einzunehmen. Sie stiehlt den Einberufungsbescheid, die Rüstung, das Familienschwert und das Pferd ihres Vaters und flieht bei Nacht. Mulan kommt im Trainingslager an. Dort wird sie zusammen mit vielen anderen unerfahrenen Rekruten ausgebildet, ohne ihre wahre Identität preiszugeben. Zu Beginn versteckt sie ihr Ski vor ihren männlichen Kameraden, enthüllt allerdings dann ihre Kampfkraft versehentlich während des Trainings mit einem anderen Kameraden. So, mehr möchte ich über den Inhalt gar nicht mehr verraten. Fazit: Einer der besten Realverfilmungen von Zeichentrickvorlagen, den Disney bislang rausgebracht hat. Ich möchte nicht zu viel über den Inhalt verraten, aber trotzdem loswerden, dass ich vermisse den kleinen roten Drachen namens Mushu aus dem Zeichentrickfilm Mulan aus 1998, der von Mulans Vorfahren geschickt wurde, um sie zu begleiten. In dieser Realverfilmung gibt es keinen Drachen. Hier kommt ein Phönix ins Spiel, wenn es darum geht, den Glauben an sich selbst wiederzufinden. Aber von Mushu mal abgesehen, der Film ist einfach mega. Wenn man ihn einfach als eigenständigen Film betrachtet, ist er noch viel besser, also ohne zu vergleichen. Der Film ist für die ganze Familie geeignet, also Kinder ab 12 Jahre. Und meinerseits eine klare Empfehlung, also ich finde diesen Film wirklich mega gelungen. Auch die Audiodescription ist sehr gut angepasst. Ja, klare Empfehlung. So, und dann bis dann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt's mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.